Ein aufregendes Wochenende voller Fechtleidenschaft und Inspiration begeistert die jungen Talente der Region. Das Fechtzentrum Berlin wird zum Schauplatz der deutschen Fechtsportjugend-Sommertour. Inmitten dieser dynamischen Atmosphäre beeindruckt Alexandra Ehler, eine Degenfechterin des Nationalteams, die Nachwuchssportler mit ihrem Wissen und Können. Auf jeden Fall eine wunderschöne Halle, echt eine super tolle Trainingsgruppe und das hat mir echt viel Spaß gemacht, dass ich hier sein durfte. Ja. Zunächst wird sich erst einmal gründlich warm gemacht. Danach beginnt das Wochenende mit einem umfassenden Techniktraining, bei dem Alexandra Ehler den Teilnehmern im Alter von 9 bis 18 Jahren detaillierte Einblicke in die Welt des professionellen Fechtens gibt. Vom Parieren bis hin zu blitzschnellen Angriffstechniken, die Fechter können ihre Fähigkeiten gezielt verbessern. Äußerst nützlich sind dabei die praxisnahen Tipps, die Ehler aus ihrer eigenen Karriere teilt. Dass sie so auf jeden Fall super interessiert sind, ne, auch am Fechten und auch echt gute Ideen haben. Natürlich noch nicht so zu 100% das umsetzen können. Dafür bin ich auch da, ne, um denen zu helfen und ein paar Tipps zu geben. Und das hat mich irgendwie echt fasziniert. Neben den technischen Aspekten steht auch die Taktik im Mittelpunkt. Wie plant man einen Angriff strategisch und wie reagiert man auf die Bewegungen des Gegners? Diese Fragen werden in intensiven Übungsduellen beantwortet. Besonders spannend ist aber das Gefecht der jungen Talente gegen Alexandra Ehler, das den Teilnehmern eine Extraportion Motivation verleiht. Aber es ist auch interessant, dass man doch so ein klein wenig eine Chance hat, wenn sie versucht natürlich auch auszuspielen. Man merkt schon mal deutlich, was das Niveau werden kann und das sollte eine Lasten sein, die der anspornen sollte. Nach fordernden Trainingstagen kommt auch die Entspannung nicht zu kurz. Beim gemeinsamen Essen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Alexandra Ehler zu unterhalten und untereinander auszutauschen, die Erlebnisse des Wochenendes zu reflektieren sowie neue Freundschaften zu schließen. Zum Abschluss darf ein gemeinsames Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen.